Hallo und willkommen hier zurück bei Tomb Raider. Einfach nur Tomb Raider. Ich wollte schon noch wieder sagen, die Maske des Zorns. Nein, wir sind einfach nur Lara Croft, die junge Lara Croft, noch im heranstrebenden Alter zu der Archäologin, zu der, die wir so gut kennen. Wir haben das letzte Mal den Seilfall gefunden und sind jetzt eigentlich darauf und dran, den Co-Piloten zu retten. Jacob heißt der. Und das werden wir jetzt versuchen. Und ich heiße euch nochmal willkommen hier bei Mugen Was More mit mir, eurem lustigen, spaßigen, albernen Moderator, dem J-Mo. So, den Seilpfeil werden wir gleich mal benutzen. Zickzack daran mit dem Pfeil. Ich finde es sehr schön, dass wir die unendlich benutzen können. I'm gonna head down and join the others at the plane. We keep checking these ruins. Yeah, I'll get right on. Okay. Waste of fucking time. Wir haben hier überall ein Wachen, die hier auch lustig Seilfahrt machen. Und der kommt uns wahrscheinlich gleich ein bisschen zu nah. So. Juhu, angeschlichen. Erfolgreich. Ausgeschaltet, wollte ich jetzt sagen. Leider hängt der jetzt sogar ein bisschen fest. Nicht so cool. Den nächsten schalten wir auch noch lautlos aus. Der hat uns gesehen. Der hat uns leider irgendwie doch noch bemerkt, waren wir doch ein bisschen zu schnell. Anyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know. And I don't think I want to know. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay, we'll try to get in a bit closer. Keep this channel open. Okay. Der hat ein bisschen jetzt für uns gelogen, weil wir ja noch nicht so weit sind. Wir wollen ja versuchen. Traditional Japanese herbal medicine or kanban. Looks like this vial has been sealed for many years. Pilze. Hier ist irgendwie was. Heranzoomen. Entschuldigung. Das Pad vibriert. Irgendwas muss hier sein. Okay, hier wird's. These are probably maitake mushrooms, used to boost the immune system, also known as dancing mushrooms. Können wir die benutzen? Pilze. Heilende Pilze. Sehr schön, haben wir das gefunden. Ich frage mich gerade, wie wir hier rüberkommen sollen. Weil hier ist ja ein Tagebuch drin. Das kriegen wir aber nicht klein gehackt. Das ist doof. Und ich sehe auch nicht, dass wir durchs Fenster hier kommen. Wie kriegen wir das denn dann kaputt? Können wir das vielleicht doch noch mit... Entschuldigung, mit unserem Seilpfeil einfach machen? Das geht nicht. Mist! Da ist ein Tagebuch und ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Vielleicht mit einer Fackel. Feuer! Ne, wir können da kein Feuer legen. Das ist ja mal doof. Das ist doof. Yay! Jetzt können wir unseren Bogen noch viel besser modifizieren. Darauf habe ich mich hier quasi gefreut. Mal kurz nachschauen, ob hier etwas ist. Wahrscheinlich nicht. Ich schaue nochmal kurz hier rein, weil hier sehen wir es sowieso. Da ist die Hütte. Wir kriegen aber dieses Tagebuch wahrscheinlich erstmal nicht, so wie wir das gerne hätten. Die Karte hatten wir ja schon gefunden, deswegen gehen wir jetzt einfach mal den Weg weiter entlang.
muss keine Zeit hier verlieren. Ups. Yay. Noch ein Gewehrteil gefunden. Also wir können hier noch auf jeden Fall sehr fröhlich weiter erweitern. Weiter erweitern. Lara? Lass mal gut sein. Wir müssen da nicht überall rumhängen, ne? Also gut. Ist der generell so durchgebunden? So. Ja, leider, ich wüsste wirklich sehr gerne, wie wir da durchkommen. Mir fällt jetzt kein Weg ein, es sei denn, wir kriegen nochmal so eine, hier. Wie heißt das denn? Ein Granatenwerfer oder so? Was war das? Wo war das vor allem? Na, leider können wir nicht. Leider können wir das hier nicht so machen, dass wir. Wenn wir da runterrutschen, auch schießen können, das wäre cool. Irgendwo ist was explodiert. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwo da ist, wo wir quasi hinwollen. So, jetzt wird das. Nein. Jetzt wird das interessant. Seilpfeil! Wenn wir das hier anzünden können, vielleicht. Was sind das denn für Geräusche gewesen? So, diesmal kriege ich eine Krähe. So. Schauen wir mal, wie gut die Mechaniken hier funktionieren. So. Sehr schön. Freut mich, dass das so gut funktioniert. So macht das halt auch mehr Spaß, wenn Sachen funktionieren. Hier ist noch irgendwo ein Vogel. Sorry, Birdie. Aber wir brauchen deine Innereien. Wir müssen scheinbar hier weiter. Da ist der Fallschirm. Da ist das Signal. Leider sind wir nicht die Einzigen, die das wahrscheinlich gesehen haben. Leider nein. Dann müssen wir uns eigentlich beeilen. So, deswegen klettern wir dann hier auch geschwind hoch. In der Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig sind mit dem armen Co-Piloten. Jetzt haben wir sie gerufen, dann wurden sie abgeschossen. Wegen uns, mehr oder weniger wegen uns. Nein, Moment. Mit Viereck. Gut, dass ich jetzt hier keine Passage. Wir müssen zurück. Shut up and let me finish. Alright, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off knapp. This rock? Eat a good meal. Goddamn. Yes. What's it gonna be? Burger. Greasy fries. And a cold beer. Fangen wir mal den Penn an. What about you? I just wanna sleep in a bed. In a room with fucking air conditioning. Ja. Hören wir noch ein bisschen weiter zu? Shit, die kommt zurück. Mist. Hoffentlich verteilen die sich nochmal. Was ist denn jetzt in die gefahren?
Hallo? Was haben die denn gemacht? Sind die einfach nur runtergesprungen? Aus Verzweiflung? Ich sehe die leider auch nicht. Oh, das ist ein Nest. Ja, darum kümmern wir uns später noch. Boah, Alter. Ja, das ist so unfair. Die waren überhaupt nicht da. Auf einmal kommen die aus dem Nichts. Hallo? Voll der Betrug. Betrug überall hier in diesem Spiel. Naja. Komm vor. Da ist das Signal. Verstehe ich allerdings nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Die erschrecken sich erstmal, dann rennen sie zurück und greifen mich an. Jetzt haben wir das... Oder bohrt jemand bei uns gerade im Haus? Aber jetzt haben wir die Unterhaltung gehört. Jetzt können wir sie vielleicht auch früher unterbrechen. Come on, we gotta get back. Shut up and let me finish. So, I finish you. Dann musst du es nicht machen. So, Fackel brauche ich gar nicht. Mach die aus. Böse. So, jetzt haben wir die zwei nämlich auch erwischt. So wie es sein sollte. Wir kümmern uns jetzt einfach erstmal darum, dass wir das schnell zu unserem Signal noch hinkommen. Und wundern uns nicht so sehr, wo die zwei hingegangen sind. Und wo sie dann hergekommen sind, vor allem. Geheimes Grab in der Nähe. Da wird es uns quasi markiert. Deswegen, wenn es hier schon ein geheimes Grab gibt, nutzen wir es doch auch. Was uns hier erwartet, ob es hier Wölfe gibt. Das ist ja eigentlich ganz lustig, weil hier sind ja immer so kleine Rätsel. Jetzt nicht die schwersten, aber es ist eine schöne Abwechslung. Weil diese japanischen Sachen. Windig hört sich das hier an. Der hat doch einen Goldkelch. Können wir den nicht nehmen? Über diese gefesselten Leute. Bis jetzt wirkt noch alles relativ ruhig. Ist das Wasser? Ich glaube ja. Nee, das ist Wind. Das ist krasser Wind, schaut euch das mal an, das ist ja Irrsinn. Halle des Aufstiegs. Optionales Grab haben wir gefunden. So. Das ist krass, wie windig das hier ist. Naja, na gut. Kümmern wir uns gleich drum. Recurve-Bogen. Waffen modifizieren. Provisorischer Langbogen zu Recurve-Bogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Das ist sehr gut. Bam. Recurve-Bogen gemeistert. Dann schauen wir uns erstmal kurz das hier an. Wir haben ja jetzt ein zusätzliches Skill, den wir benutzen können. Die brauchen wir jetzt nicht so sehr. Kartografie, das ist vielleicht später noch nützlich. Wir holen uns jetzt wieder Jägersachen. Ja, ich weiß, ich habe gesagt damals, ich habe davor immer gesagt, wir brauchen die nicht. Ach so, wir kriegen die erst, wenn wir Spezialist sind. Ist ja doof. Werfen Sie Feinde Steine und Dreck ins Gesicht, um sie auf... anfällig für ihre Angriffe zu machen. Mit
Toleranz, Axthiebe, Axtexperte verbessern die Feinde mit ihren Axtangriff tödlichen Hieben. Ausweich Konter, weichen sie ihrem Gegner aus, stoßen sie ihn einen Pfeil ins Knie und versetzen sie ihm dann einen Todesstoß. Hört sich lustig an vor allem. Hört sich gut an, brauchen wir aber nicht. Noch nicht. Zumindestens. Ich würde gerne eigentlich den nächsten Rang haben. Kaufen Sie 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 3 Spezial freizuschalten. Spezialist. Zählt das für alle? Ja. Ja, wir müssen die erst holen. Dann holen wir uns... keine Ahnung. Gewichtheber, dann können wir mehr einsammeln. Sehr schön. Und jetzt verbessern wir noch ein bisschen, sofern wir das können. Den Bogen, das ist ein bisschen was Neues mit bei. Der sieht jetzt viel besser aus auf jeden Fall. Nicht mehr so ein Bambusdinger, sondern das sieht richtig gut aus, das Ding. Schön, die Upgrades auch zu sehen. Schüsselringabzug. Mit sowas kann man besser schießen, auf jeden Fall. Kleiner Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Ah, okay. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch großartig noch was verbessern können mit den Teilen, die wir haben. Ich glaube nämlich nicht. Ich gucke nochmal Pistole. Nee. Brauchen wir alles ein bisschen mehr Teile und das können wir sonst nicht machen. Na gut, dann gucken wir uns mal dieses Grab ein bisschen näher an, sofern das überhaupt möglich ist bei dem krassen Wind hier. Kommen wir auch nicht weiter. Wow, 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 wow. Was haben wir denn hier alles? Ein Pferd. Kann man irgendwie raus oder wieder rein? Ich weiß nicht, was das bewirkt. Mich erstmal hier mal zurechtfinden bei dem ganzen Getöse. So, können wir zumachen? Ah, ich verstehe. Okay. Wir müssen das... Fensterzeug. Alter. Wir müssen das Fensterzeug zumachen. Dann schnell rüberlaufen. Das Zeug hier hochfahren. Lauf. Und dann schnell hochspringen. Und hoffen, dass es reicht. Na komm schon. Wow. War das Timing nicht gut genug? Da waren wir zu schnell dafür, tatsächlich. So, dann laufen wir nochmal rüber. Warten wir kurz. So, dann jetzt schnell hoch. Ich hoffe, das reicht zeitlich. Jetzt komm schon! Sehr schön, es hat gereicht. Wir haben Single bekommen, wunderbar. Sehr schön. War einfach. Machen wir mal ein bisschen Licht, schauen uns hier um. Sehen wir Grabkammern. Ist ein bisschen katakombenartig. Dann geht es vielleicht weiter. Weiß ich noch nicht. Guck mal kurz hinten nach.
auch Katakomben. Und eine Tür. Sieht schon sehr gut aus. Das Ganze hier. Aber jetzt holen wir uns unseren Schatz. Hurra. Wunderschön. Was ist das denn? Ach, es sind immer nur Punkte. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen im Lager. Ah, von der Handfeuerwaffe. Okay, sehr gut. Schön zu wissen. Geocache-Karte. Ah, das war... Okay. Ich verstehe. Jetzt können wir den Rest da auch noch sehen. Juli, jetzt laufen wir noch mal kurz schnell zurück. Mit der Fackel in unserer Hand. Aua. Sorry. So, ich weiß nicht, ob wir das Lager jetzt... Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, ob wir haben Teile bekommen. Dann ist ja wunderbar. Dann können wir unseren Bogen jetzt auch endlich verbessern, wie ich vorhin schon machen wollte. Sehr gut. Schlüsselringabzug. Ich schieße ja sowieso am liebsten jetzt mit dem Bogen. Ich wüsste auch gar nicht, warum wir mit etwas anderem schießen sollten. So, Verbesserungen gibt es erst, wenn wir wahrscheinlich alle drei Teile gefunden haben. So, Dalle. Das war's für die Folge. Wir haben zumindest dieses Grab hier ausgehoben. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Rettung des Piloten. Ich hoffe, wir schaffen es auch. Ich hau jetzt hier nochmal schnell ein bisschen ab, damit wir diesen Weg nicht nochmal zurückgehen müssen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer JMO hier bei Move More Small. Bye, bye.